Hey na, was geht? Willkommen zurück hier bei Elden Ring. Yes, yes, ja. Letzte Folge haben wir die 60 voll gemacht. Da können wir stolz auf uns sein. So. Ich würde sagen, wir kämpfen uns jetzt erstmal hoch bis zur Straße. Holen uns das Kartenteil. Und dann versuchen wir nochmal über diesen Drachenhügel, dass wir da vielleicht an Fuck you. Dass wir da vielleicht an die na sag schon. An die Karte kommen. Was? An die, an den Weg. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Satz angefangen hat, Freunde. Okay. Hier ist noch ein Händler, ich guck grad. Ist hier auch ein Schnellreisepunkt noch? 100 Pro ist hier einer, ich sehe ihn bloß nicht. Müsste irgendwo hier sein. Und der nächste Schnellreisepunkt ist ja immer da. Das ist ein goldener Ast, ne? Gut. Nice. Aber haben wir nicht genug, oder? Bitte. Zwei Stück. Freunde. Das heißt doch, dass wir eine neue Flasche machen können, oder? Seht ihr hier einen Ort der Gnade? Ist wahrscheinlich eher hier so. Okay, quatschen wir erstmal mit den Händler. Hi! Buying or selling? Der hat keinen Bock mit uns zu reden. Vorteile der Gravitationsmagie. Heldenstirnband. Das brauchen wir. Heldenschulterplatte. Das brauchen wir. Und Heldengamaschen. Und einen Heldenarmschutz. Es wäre so geil, wenn man das irgendwie sich angucken könnte, weißt du, vergleichen könnte. Erweitertes Handwerksrepertoire. Das Handwerksrepertoire ist schon ganz interessant. Das sollten wir uns vielleicht doch mal holen. Ich weiß nicht, ob man die wirklich kaufen muss oder ob man das einfach so auch bekommt. Wir nutzen mal zwei. Dann müssten wir ja auf 4000 kommen, glaube ich. Ja, oder auch nicht. Dann nutzen wir den noch. Not finished yet. Repertoire. Jetzt habe ich überlegt,
Ich meine, der Schutz ist richtig scheiße. Aber es sieht bestimmt geil aus. Ich hoffe, dass sich das einfach lohnt. Weil dadurch können wir uns jetzt Folgendes herstellen. Oh, ich dachte, das wären jetzt die... Waffenüberzug. Oh, das ist nice. Blutfett mit Kördel. Kordel. Schneller Waffenüberzug. Ovarosine. Oh, ganz wichtig, dass wir die Regenbogensteine herstellen können. Also vor allen Dingen für die unteren... Ich dachte, das wären jetzt die, für die... Ihr wisst, was ich meine. Vom Dings. Okay. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir jetzt natürlich nicht direkt in den Drachen da reinreiten. Aber vom Ding her müsste das da irgendwo sein. Vielleicht direkt da drin. Markier mir das mal. Weil eigentlich immer der Schniepel dahin zeigt, wo der nächste ist. Ha! Kathedrale der Drachenkommunion. Haben wir nicht so einen Teil schon mal gehabt? Haben wir nicht so einen Teil schon mal gehabt? Nice, Leute. Was mich stört, ist, dass wir immer noch... Okay, hier können wir Drachenzauber lernen. Das ist ja bezaubernd. Okay, cool. Cool, cool, cool. Ansonsten... gibt's hier nix. Deine Mutter hat gelitten. Oh, so viel Schaden machen wir echt, ja? Hat er gedacht, kann er? Und dann hat er rausgefunden, kann er nicht. Ich habe nochmal einen Hinweis bekommen übrigens. Alter, das sind Totenköpfe. Ich habe tatsächlich nochmal einen Hinweis bekommen, dass wir immer noch bei diesen Drachending, also hier unten, dass da immer noch was fehlt. Deswegen werde ich jetzt, bevor ich das wieder vergesse, wir werden dann nochmal hinreisen. Und zwar soll es da ein doppelschneidiges Schwert oder irgendwas, so ein, keine Ahnung wie das heißt, so ein Dingens. Das schon. So ein,
Du, das ist ein ganz anderer Eingang. What the fuck, habe ich denn jetzt hier gefunden? Ist das auch eine Teleportationsfalle? Oh shit, da ist die Doppelklinge. Ich dachte die ganze Zeit, die wäre irgendwo oben. Deswegen habe ich die ganze Zeit oben geguckt. Doppelklinge. Ich bin Darth Maul. Okay, ist nice. Ist nice. Kann man sich mal gönnen. Aber ich bleib... Ich weiß nicht warum, aber Sword and Board ist so... meine Lieblingskombo. Danke für diesen Hinweis. Ich weiß, wenn ihr einen Kommentar schreibt, das dauert manchmal, bis ich auf den Kommentar dann reagiere, indem ich das mache, was in dem Kommentar steht. Sag mal, gehe ich recht der Annahme? Nee, wahrscheinlich nicht. Färben sich diese Sachen hier braun, sobald die fertig sind? Weiß das einer? So, wir wollten jetzt hier gucken, ob wir da vielleicht darunter kommen. Habe ich das erzählt schon? Ja, da unten gibt es sowas ähnliches wie den Havelsring. Und... ja, da geht's lang. Den will ich haben. Ne, dass unsere Ausrüstung weniger schwer ist. Dadurch können wir halt schwerere Ausrüstung tragen, aber haben trotzdem keinen Fat Roll. Okay. Hütte des abgeschniedelten Händlers. Abgeschniedelt ist der einfach. Das ist der Gelbe. Well, Nikolaus. It's been an age since I've seen a customer. Ja, weil du abgeschniedelt bist. Ah, du kannst mir Dinge verkaufen. Zum Beispiel... oh, eine Samurai-Rüstung. Das ist, glaube ich, das, was man hat, wenn man ermöglicht Duplizierung von Kriegsaschen. Wofür ist das, Freunde? Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wofür das sein soll. Waffenüberzug gewährt Effekte gegen Drachen. Oh... oh. That's interesting. Have a safe journey. Danke. Jetzt schauen wir uns das hier mal an. Wollte schon sagen, kriegen wir doch aber trotzdem. Ach so, das ist die Kriegsasche. Holy fuck, wrong. Der Topf, der da steht, ist aber nicht ein Gegner, oder?
Also sag's wie es ist, Freund. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Vielleicht hier? Ja, hätten wir jetzt hier ein Skyrim-Pferd, Alter, könnten wir hier ganz easy lang spazieren einfach. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber in Skyrim, die Pferde, die können ja einfach 90 Grad Winkel nach oben klettern. Oder auch nach unten halt. Ja, wir kommen nicht da runter. Ich bin so von den Socken, also from the socks, für die Leute, die nur Englisch können. I am so from the socks, Alter. Ich meine, es gibt auf jeden Fall einen Weg da nach unten. Die Frage ist nur, wo, ne? Wo der sein soll. Unsere letzte Vermutung und das letzte, was ich ausprobieren möchte. Warte mal, können wir direkt hier spawnen? Weil dann sind wir schon in der Höhle. Blick. Da kommen wir ja leider nicht weiter. Also momentan noch nicht. Wir brauchen erst noch so einen Schutz gegen Arschloch. Guck mal, das geht doch von da rein. Ich bin doch nicht bescheuert. Wait. Das ist zu tief. Ladies and gentlemen, we have a problem. Pro geht's hier aber einfach nicht weiter, ne? Weil hier waren wir schon mal. Ich erinnere mich. Geht's nicht weiter. Okay, ich bin überfragt. Das werden wir wahrscheinlich irgendwann später rausfinden. Dann machen wir die Mücke. Wie sind wir denn da hochgekommen? Achso, das war das Siegelgefängnis, was wir schon geschafft hatten. Hier haben wir dieses andere Siegelgefängnis. Das machen wir von hier. Da haben wir ja noch diesen einen, ich weiß gar nicht, wie er hieß, Ritter Hotzenplotzen. Das Krasse ist, die ganzen Markierungen hier, die gehen nicht weg, ja, die sind die ganze Zeit da. Es sei denn, ich starte das Game neu. Und gerade da bräuchte ich die, ja. Ja, ich weiß nicht, ob es da irgendwie ein Workaround gibt oder so, wenn ihr da was wisst.
Really? Er hat gesehen, was ich mit deinem Kumpel gemacht habe. Komm her, kannst dich gleich daneben legen. Interessant. Das wäre so cool, wenn die Samen hier respawnen würden, ne? Ihr seid nur Fiefe. Yo, da wären wir. Da kam dieser... Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber der war heftig. Aber vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Chance gegen den. Wenn nicht, dann können wir... Wir haben so viele andere lustige Sachen, die wir jetzt momentan machen können. Schmelztiegelritter. Okay. Gerade ein paar Probleme. Ich habe es tatsächlich geschafft, Alter, in der Panik mein Schild wegzustecken. So, 61. Das probieren wir nochmal. Ich will zumindest eine richtige Chance ausnutzen. Wir können ja auch was über unsere Waffe ziehen. Irgendwie ein Gummi oder so. So. Haben wir denn irgendwas Interessantes? Das ist nicht das, was ich suche. So, okay. Lass mich doch mal kurz. Du bist unangenehm. Kannst du das mal... Ah, shit. Was? Was? Willst du mich jetzt rollen oder was? What? Er so, ich bin ein Drache, Mama.
Den können wir aber besiegen, oder? Oder? Bis zur Hälfte habe ich ihn schon runtergehauen. Das Krasse ist halt, dass wir hier nicht unsere Wölfe oder so was holen können. Ja, wenn man wüsste, was da bei ihnen am meisten bringt. Hm? Schon. Oh, shit. Unfair. Scheiße. Den Doppelswing, Alter. Jetzt rastet er aus. Der ist krass. Der ist irgendwie easy, aber gleichzeitig übelst scheiße. Okay. Also ich bin tot. Den können wir schaffen. Ich stelle mich einfach nur zu doof an. Der ist nicht so schwer wie irgendwie Gertrud oder wie hieß Margarine. Oh, Handy sagt, wir sind am Ende der Folge, Freunde. Hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich weiß noch nicht, was ich mache, aber es wird grandios. Dir noch einen schönen Tag, haust rein. Bye, bye.